Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Victoria 3 Let's Plays. Was geht? Ich drücke hier mal direkt wieder auf Start und wir spielen auch auf Geschwindigkeit 4, einfach dass ein bisschen schneller vorangeht. Die letzte Folge hat sich irgendwie so ein bisschen gezogen wie Kaugummi, weil nicht wirklich was passiert ist. Aber das ist jetzt nun mal am Anfang die Kacke, mit der wir gestraft sind. Und ja, auch wenn ich der Kirche dadurch Macht gebe und ich die Kirche eigentlich nicht in meiner Regierung haben will, möchte ich gerne Schulen haben. Und deswegen muss das auf jeden Fall losgetreten werden. Aber wir sind mittlerweile auch gar nicht mal so schlecht mit den Brasilianern. Guck mal. Der ist älter geworden. War irgendwie ein bisschen klein. Der sieht mit 13 aus, als wäre er schon irgendwie erwachsen. Vom Gesicht her. Aber der Körper passt irgendwie nicht. Ist irgendwie der falsche Kopf auf dem verkehrten Körper. Naja. Den wollte ich gar nicht angucken. Ich wollte hier auf Interaktionen gehen. Mal gucken. Okay, wir hätten immer noch ein minus 107, wenn ich eine Handelsroute hätte. Das ist schon mal nix. Bolivien, wie sieht es jetzt mit euch aus? Sind wir bei minus 70. Das sieht schon mal ganz gut aus. Da können wir eventuell bald einhaken, weil wir sind ja schon fast positiv mit denen. Und dann ist das mit der peruanisch-bolivischen Konföderation auch in Ordnung. Wir könnten natürlich auch aggressiv versuchen zu spielen, aber ich glaube, dafür brauche ich erstmal gute Verbündete. Ja, gut, ne? Minus 97 für ein Bündnis. Ein Verteidigungspakt könnte ich mit denen gar nicht starten. Minus 97, das ist auf demselben wie Bündnis. Also. Börsenplätze finde ich gut. Das ist schon mal sehr schön. Aber jetzt zurück zu unseren Ländereien. Ja, hier geht's voran. Hier geht's so. Hier. Der ist nämlich auch schon ganz schön fleißig am Kolonialisieren. Wir brauchen 500 für jeweils zwei. Brauchen die 4 oder 500? Was denkt ihr? Hm. 0,2er Schritte. 0,25er Schritte. Er ist immer noch schnell. Dieser Drecksack. So eine Kacke. Ja, Erlass. Damit ist die Interessengruppenzustimmung ein bisschen höher, aber das ist schon okay. Wir haben jetzt einen Haufen Radikale verloren. Das finde ich eigentlich ganz cool. Wie kriege ich hier denn die Punkte runter? Wird durch positive oder negative Bedingungen beeinflusst? Erreicht der Fortschrittsbalken 100? Wird die Macht starker Militärs entschieden? Den nächsten Monat wird der Fortschritt. Ja, okay, gut. Ist der ganz leer? Ja, aber wie kriege ich den denn leer? Hm.
Sehr schön. Kirchenschulen ist bei Nachträgen angelangt. Das ist gut. Oh, und wir haben eine Million BIP. Leute, wir machen Geld. Mittlerweile machen wir ein bisschen Geld. Santiago wird unsere wirtschaftliche Monstermaschine. Was geht hier? Ja, Bevölkerung, das ist ein Problem. Wieso kann ich das Ding denn hier nicht aufleveln? Wieso kann ich meine Berufsarmeen nicht aufleveln? Oh Gott, da hat sich ja voll was verändert. Aha. Ah, lol. Und da drüber läuft das jetzt. Ja, ich bin ehrlich, ich hätte gerne 15. Dadurch brauchen wir zwar auch mehr Waffen, aber das ist das kleinste Problem. Da kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist. Was geht hier in einem HQ stationieren? Okay. Plus 5% Prestige. Nehme ich doch. Zusätzlicher General. Okay. An Front entsenden, plant eine Marineinvasion. Lanzenreiter. Lol. So. Verrückt. Verrückt. Marine, wie sieht es da jetzt aus? Ja, nice. Ist das jetzt in den Bauaufträgen drin? Ja. Okay, finde ich interessant. Oh, das ging aber schnell. Wunderbar, jetzt gibt es Schulen im Land. Dann gehen wir doch mal in die Politik. Hier, was haben wir? Pachtbauern im Moment. Die Leute wollen Gehöftsbauern. Ja, Gehöftbauern finde ich doch eigentlich gut. Oh, aber die Grundbesitzer würden sich radikalisieren. Das kann ich leider nicht machen. Eigentumsrecht. Damit könnte ich eher gehen. Ja. Gehen mit dem Eigentumsrecht für die Frau. Jeden Fall. Wenn die arbeiten gehen können, dann können sie auch mehr Geld ausgeben. Wer mehr Geld ausgeben kann, der macht mich glücklich, weil mehr Geld ausgegeben heißt mehr BIP. Mehr BIP heißt mehr Geld in der Kasse. Warum auch immer wir gerade so ein Minus machen. Ah, weil nichts aus den Investitionsfonds genutzt wird. Weil hier dauert es noch. Wegen der Infrastruktur. Ah.
Das ist ja wild. Hier, Übersicht. Da ist doch noch. Wir haben auch eine Million Bevölkerung. Geil. Wir knacken in zweierlei Hinsicht in dieser Folge die Millionenmarke. Das finde ich doch super. Es zeigt, dass wir das hinbekommen könnten. Alles. Ja, komm, drück den Erlass durch. Oh, und intensiver Ackerbau ist fertig. Das ist sehr gut. Ja, wir kriegen jetzt einen Haufen Zeug, was wir leider noch nicht so nutzen können. Aber wir müssen auf jeden Fall in Richtung Stahlproduktion möglichst zügig vorankommen. Dass sobald hier die Züge dran sind, wir da auch zügig vorankommen. Ha! Ja, der war jetzt sehr flach, der Witz. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Wir brauchen jetzt auf jeden Fall was unsere Infrastruktur stärken und ausbauen kann. Und da sind nun mal Züge. Ich meine, klar, ich könnte hier jetzt auch noch einen Hafen hinkleben. Aber der braucht 5 Clipper, dann brauche ich 10 Clipper insgesamt. Ja, komm. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Da muss ich aber auch an eine Schiffswerft denken. Hier eine Schiffswerft. Eine Marineschiffswerft bauen wir auch gleich noch hinterher. Dann haben wir doch eigentlich das Wichtigste schon mal jetzt in Auftrag gegeben, alles. Ja, scheiß auf die Grundbesitzer. Scheiß einfach auf die Grundbesitzer. Tatsache, der Blau braucht bloß 400 Tage. Ich brauche 400, fast 500. Ich brauche, glaube ich, 500 Tage. Der ist nicht gut. Das heißt, ich bin hier drüben langsamer. Da sollte ich vielleicht schon fast drüber nachdenken, ob ich das hier, wenn ich das jetzt abbreche, dann ist hier auch für den Arsch. Ha. Na, 500 Tage, weil eigentlich will ich dem ja hier nach unten den Weg abschneiden. Das ist nicht so cool. Aber gut. Gehen wir mal kurz hier in unseren Bauauftrag. Jetzt bauen wir mit 13,7. Das heißt, wir bauen relativ zügig. Das ist schon mal nicht schlecht. Zumindest die Aufträge, die ich vergeben habe. Dadurch kommen wir, glaube ich, auch relativ schnell bei der Waffenfabrik dann an. Da haben wir die Rohstoffe. Eisen wird produziert und Hartholz auch. Wenn ich da auf den Markt gucke, Eisen sind wir ziemlich genau gerade im Moment auf 0. Das heißt, ich brauche auch noch eine Eisenmine. Ja, hier geht nichts. Da geht auch nichts. Das heißt, wir brauchen hier eine Stufe 2 Eisenmine. Unsere Bevölkerung steigt hier, das ist sehr gut. Eine sehr hohe Anziehung. Oh, da hat jemand, da war auch noch eine sehr hohe Anziehung neben uns. Ah. Habe ich hier auch grünendes Land drin? Nee. Kann ich mir aber noch gönnen. Oh, 26,2. Da ist sogar jetzt hier mehr Anziehung als hier. Das finde ich doch klasse. Damit kommen wir gut voran.
Aber Bausektor Stufe 2 hat uns jetzt schon ein kleines Loch in den Pelz gebrannt, ne? Gerade dadurch, dass jetzt halt auch nichts in Investitionsfonds läuft, machen wir halt keinen großen finanziellen Absatz. Das ist eher weniger nice. Ich hoffe, dass es jetzt dann gerade so mit der Tuchfabrik zum Beispiel und mit den ganzen Weizenfabriken, dass wir da einen guten Kompromiss sozusagen haben, durch den wir hier schneller und besser vorankommen. Und hier langsam ausgleichen unser Defizit, weil ich meine 2,77 2,8k negativ ist jetzt nicht so extrem viel. Ich meine, in der äußersten Not kann ich hier auch einfach mal noch ein, zwei Stufen draufknallen. Will ich aber eigentlich nicht machen, weil meine Bevölkerung ja eh so ein bisschen ja, negativ gestimmt ist, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber halt auch nicht unbedingt positiv gestimmt, ne? Sieht's denn jetzt mit euch aus? Verteidigungspakt minus 63. Sehr schön. Jetzt geht die Beschäftigungsrate hoch. Ja, ein paar Radikale sind gibt's mit mehr, ist okay. Alles gut. Das ist sehr gut. Das macht jetzt bei uns einen kleinen Schubs also. Wir sind herzlich und herzlich, es ist super schön, aber ich will hier mehr. Sie verfolgen die Strategie, die Grenzen verteidigen. Ja, muss doch nicht so, ist doch alles cool. Überall sieht es eher schlecht aus. Selbst mit einer Verpflichtung sehen die Sachen hier nicht so cool aus. Und wenn wir einen Handelsvertrag hätten, dann könnte ich auch relativ zügig in den Verteidigungspakt bzw. ein Bündnis bilden. Würde dann relativ schnell gehen. Ah. Ist jetzt echt nicht so einfach. Sage ich euch so, wie es ist. Da jetzt einen guten Weg zu finden, das auch möglichst zügig zu machen, ne? Weil hier steigt ja auch. Müssen wir erstmal den Wert 50 erreichen, damit kriegen wir vielleicht ja auch schon den Verteidigungspakt durch, who knows. Oder wenn wir es schaffen würden, hier mit reinzukommen durch eine Zollunion, dann hätten wir natürlich auch direkt Zugriff auf die ganzen Rohstoffe. Das fände ich ja ganz nice. Bin ich ehrlich. Okay. Da bin ich mal gespannt, was wir da haben. Oh ja, Industrielle. Oh, Papier. Papyrus. Nehmen wir die mal dahin. Ich meine, da passiert ja jetzt noch ganz viel, bevor diese Papierfabrik gebaut wird.
Dann gehen wir doch mal auf 5 und beschleunigen das hier weiter, dass die Tuchfabrik hier schneller durchkommt. Wieso habe ich eigentlich hier schon Papiermangel? Für eine Uni, die ich noch gar nicht habe. Das finde ich äußerst verwirrend und wir machen mittlerweile auch miese. Jetzt muss ich was machen, was ich eigentlich echt ungerne tue. Und zwar werden wir gleich, wenn die 4 Wochen rum sind, unseren Bau pausieren. Dass wir nicht zu sehr in die Miesen rutschen. Und dann muss ich tatsächlich ein bisschen den Stillstand wahren. Und jetzt machen wir wieder Plus. Jetzt müssen wir tatsächlich wieder ein bisschen Geld einfahren, bevor wir weiterbauen können. Also sonst rutschen wir zu weit in die Miese, dann zahlen wir zu hohe Zinsen und wer viel Zinsen zahlt, ist selber schuld. Weil das macht Wirtschaft kaputt. Zinsen ficken Wirtschaft, Wirtschaftssysteme. So. Ja, es hat jetzt natürlich ein bisschen unser BIP einknicken lassen. Aber die Leute, die in den Bausektoren arbeiten, sind jetzt natürlich anderweitig beschäftigt in unseren Ländereien. Hat aufgehört, Beziehungen zu verbessern. Das heißt, nur noch wir verbessern jetzt die Beziehung. Okay. Und Brasilien? Ja gut, wir haben so eine semi-optimale Beziehungen zueinander. Aber ihr, wie sieht es denn jetzt mit euch aus? 38. Zollunion? Minus 48. Okay. Das hier ist der Schlüssel. Den brauche ich. Da muss ich schnell hinkommen, ey. Unser Prestige steigt auch immer weiter. Finde ich gut. Ja, das wäre ein Papierproblem. Ich verstehe es nicht ganz. Wo haben wir denn bitteschön jetzt die Uni her? Hier. Interessant. Naja, soll mir recht sein, weil wir müssen in der Forschung ja natürlich auch ein bisschen aufholen auf die anderen Big Player. Aber gut, das war jetzt halt so ein bisschen unerwartet. Und wir sind gleich aus den Miesen raus. Und wieder im Positiven. Wir bauen Goldreserven auf. Ja, aber an der Stelle, werte Zuschauer und Zuschauerinnen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst natürlich gerne ein Like da und lasst natürlich gerne ein Abo da. Oh, und wir kriegen mehr Kohle. Perfekt. Ja, und sonst gibt es im Prinzip einfach nur zu sagen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst natürlich, habe ich gerade schon gesagt, ein Like und ein Abo da. Ja, ist egal, doppelt hält besser. Euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Haut rein und see ya.